teils Notizen, Teile von Plänen, alte Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Thomas, freut mich, dass du hierher gefunden hast. Diesen musikalischen Stream hier. Spaßverderber. Ah. Mein Gott, heute ist ja ein richtiger Streaming-Day. Heute gibt sich ja jeder den Stream in die Hand. So. Grüße an meinen Brudi aus der Nachtschicht. So, bauen wir doch mal die Siedlung auf. Wir sind in Englerland angekommen. Schild. Ein Gedicht von Holmgier. Wir kennen solch Freud in Neuland. Neu fühlt es sich an im Herz, an der Küste, wo ich mich fand, mache ich neue Kunst aus meinem Schmerz. Und so fordere ich von den Göttern meine Gaben, Fröhlichkeit, Wohlstand. Frauen, Männer, Meer, Pferde, Quellen der Freud, Kunst, Bilder und Sagas, Reim, na, Reim könnte ich wirklich mal gebrauchen, aber egal, noch mehr, wenn es mir einfällt. Ein Holzlöffel. Ich lebe gern im Langhaus. Ich fühle mich wie ein Dieses Gewicht geht mehrere Dutzend Seiten so weiter. Alles klar. Ach Gott. So. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichte ich. Bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Oder der Verlierer lutscht am Ende ein Was? Nein. 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 Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis.
Diese Lehrstunde merke ich mir. Charisma. Ach so, guck mal, dann kriege ich besondere Optionen. Das ist ja mal geil. Steffi, hi! Willkommen, liebe Steffi, bei uns hier im Stream. Ah, meine Ukulele. Ich brauche einen Halter neben dem Schreibtisch, definitiv. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, ja, ja, ich spüre. Bin jetzt froh, dass ich sie gestimmt habe. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter. Aber ich habe da mit den Fingern noch große Schwierigkeiten. Aber ich würde dich bitten, uns zu begleiten. Das wird auch wieder besser werden. Du bist der einzige Schmied. Noch besser werden. Zu wichtig für uns. Oh, keine mal gucken, Sorge. Wie ich es am besten halte. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Naja, zwei Akkorde kann ich immerhin. Das ist ja was. Ah. So, plündern. Es wird ein Mega-Hit, oh ja. Die Ohren und hört zu. Zum Wohl unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Wir sind seit 5 Minuten in diesem Land. Morgen bauen wir. Na endlich! Wir können das Segel nicht setzen. Größte ausnehmen, wie fett dieser Wind wird die Segel füllen. Die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Dan. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. Ja, komm, wir fahren da einfach durch. Die lassen sich nicht stören, geil. Ich hab Vorfahrt. Wir machen später. Das Drachenboot ist so der SUV der Seestraße. Haltet sie! Eivor, sieh nur, ein Kloster. Los geht's, Träger! Gib nur den Befehl. Meine Wölfe und nehmt das christliche Silber. Oh! Alter! Was hat der mir da gerade gegen den Kopf geworfen? Ah, Paul, frisch geduscht, so mag ich dich am liebsten.
brauchen wir nicht, ich weiß es. Aha. So, Servus nochmal an alle im Stream. Ja, der andere war ein bisschen besser, der war ein bisschen übersichtlicher. Bogen. Gott verfluche dich! Mach deinen letzten Atem! Geh weg! Sind der Typ da? Wo ist der Anführer von denen? Kaputt gegangen ist, wird mich nicht wundern. Also Paul als Starttitel würde ich nicht empfehlen, definitiv nicht. Da sind noch zu viele Bugs drin und ja, dafür ist es halt zu sehr die Ubisoft-Formel. Aber es macht trotzdem Spaß, muss ich sagen. Ja, jetzt brenne ich halt. Gut. Ich soll den Eingang jetzt finden. Der Kerl. Ja, da war er. Hab Dank, Eivor. Ja, ich glaube, das hier ist auch die. Nein, die Wii. Und jetzt hier die Series X. Das sind die. Ja, schade. Ich wollte jetzt richtig geil durch die Scheibe springen. Das sind die einzigen Konsolen, die ich zum Launch hatte. Okay, das ist Wikinger-like, eine beschissene Tür aufbrechen. Ganz genau so funktioniert das. Leben!
Ja, ich habe sie mir auch zum Launch geholt. Ich habe sie hier stehen. Das ist, ach, sie ist wunderbar. Die ist wunderschön. Michi! Ist schon drin. Gute Nacht, Michi. Manu! Fette Beute, weg hier. Paul! Manu! So, das ist mein Entriegeln. Strecke deine Flügel, Sühnen. Thomas! Okay, hören wir auf. Oh, das ist eine alte römische Ruine. Schlaf gut. Gibt's wieder die Templer? Die waren ja im ersten Assassin's Creed so... Oh gut, hören wir auf. Die waren im ersten Assassin's Creed ja dezent nervig gewesen. Templer Schlempler. Aha, Paul, schlag dich bitte selbst. Danke. Es ist ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entdecken. Dafür kriegt ihr sogar eine Krankenversicherung. Dass Sie nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Paul, bevor du dich selbst schlägst, schlag bitte erstmal Thomas. Hallo, wir haben da oben gerade euer Kloster geplündert. Das muss kommen. Eva, wie viele hast du? Wie bitte? Tag, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Was ist endlich Gefahr? Wir haben vom Wald aus angegriffen. Da sind doch welche dazugekommen. Die hat keiner von euch gesehen. Das ist eine alte römische Ruine. Schauen wir uns doch die mal an. Hilf mir, sei meine Augen. Oh, was ist denn das? Was geht denn da hinten ab? Was ist denn das gerade? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Oh Gott, da kommt hergerannt. Oh Gott. Das war ein Versehen. Ich habe mich verdrückt. Lass es Freunde sein. Wow. Gut, dass ich gerade gegen den Baumstumpf gelaufen bin.
Hat der Explosionsschaden? Feigling, Feigling. Oh. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann gar nicht so tief zielen. Ich bezweifle, dass die Landminen hatten, die sie werfen konnten. Was ist denn das für ein Ding? Es gab keine Landmine mittlerweile. Glaube ich. Gab's Land. Google mal einer, ob es Landmine im Mittelalter gab. Ich glaub's ja nicht. Alles klar, ich sollte am Anfang vielleicht doch erstmal ein bisschen die Welt erkunden. Historisch akkurat. Ja, da kamen ja auch die holländischen Ninja-Wikinger her. Jo, Thomas, schlaf gut. Klein Thomas muss ins Bett. Hast du es endlich geschafft? Hast du ein kleines Ich klonen können? Sehr geil. Lässt du ihn auch in Alternativszenarien aufwachsen, um zu sehen, was passiert wäre? 873 spielt das. Schon zurück? Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ah, wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine Alte bei uns in Form. Und mit deiner Alte meinst du deine Frau. Besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Eine Freude, dich wiederzusehen, Eivor. Zeig mir, was du anzubieten hast. Das ist der Sprecher von One Perlman, also stirbt der Charakter irgendwann. Jetzt siehst du noch... Ich hab gar nichts gemacht. Was tust du hier noch gleich? Komm einfach vorbei, wenn ich deine Waffen und... Das hatten wir ja schon. Ich muss gehen. Auf das, was dir da draußen dienlich ist. Ey, den kenne ich doch. Hi, Tom. Nun, da Basim und du hier angekommen seid, was werdet ihr tun? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen in den Städten Englerlands. London, Jofovik, Winchester. Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten Sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Norwegen? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich sehe, was ich tun kann. Eieiei. Das war so eine Frage. Also, ich hätte es nicht. Also, mit der Reaktion hätte ich nicht erwartet. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage das Erste, was da, wir machen, sobald wir das Land erobert haben, wir nennen es England um. Sich leichter ergeben.
In Lunden halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich habe eine Axt, ich kann mich verteidigen. Weiter. Ein Mann wie ich sollte um die Uhrzeit nicht mal alleine mit einem Typ namens Heyman durch den Wald gehen. Das kann ganz böse ausgehen. Du atmest sehr schwer, Heiter. Bereitet dir deine Wunde noch immer Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Oh. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein. Nur eine Beobachtung. Wir fahren da jetzt nicht, oder? Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Du wolltest laufen. Jetzt machen wir einen Raubzug zu zweit, oder was? Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Was? Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Den Sprung gab es übrigens wirklich. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder allerdings dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung. Passte der Name sehr gut dazu. Wir sind einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorherbestimmt. Eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Ich möchte übrigens mal sagen, dass ich den Sprung schon ein paar Mal durchgeführt habe. Ach, ich hasse sowas. Wie die Pest. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, aber... Warte! Sieh zu! Hey, Tom! Der Blick gerade, das war gut. Hey, Tom! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als... Da ist alles voller Blut! Ignoriere das Blut! Eivor, diese Seite an dir ist mir neu! Gib dir Furcht nicht nach! Erobere sie! Ich sah meinen Tod in Visionen. Es war nicht hier und nicht heute.
Ja! Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Wahnsinn, vor allem. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des Christen Jesus. Das wäre jetzt interessant auszuprobieren. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kyrgyz Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie doch bei mir, bitte. Ja, ich will hier nur ein totes Reh ausnehmen. Wo waren wir stehen geblieben? Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Der hat es exakt an der Stelle weitergemacht. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst, wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Englerland. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens. Also mal ganz ehrlich, wenn ich ein heimlicher Orden bin, würde ich doch nicht an die Außentür mein Symbol dran machen. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitham, für alles.